Hallo, herzlich willkommen zur Monatsbotschaft. Wir öffnen hier den Raum des Aprils. Und Salvador hat hier nun die Energien durchgegeben, die im Raum des Aprils vorhanden sind, wo wir uns mit verbinden können und dadurch in diesem Fluss der authentischen Energien, die gesendet werden aus dem All-Eins-Sein in unseren Raum hier hinein, mit diesen zu fließen, dadurch, dass wir einen Fokus setzen und ja unsere Wirkungskraft dadurch einfach erhöhen. Also es ist ein Potenzial, eine Möglichkeit, die wir nutzen können. Und ja, Salvador setzt einfach einen Fokus, der uns etwas ins Bewusstsein bringt und uns einlädt, hier mit einzuströmen. Ich lese euch diese Botschaft einfach jetzt einmal vor. Vielleicht seid ihr auch schon ganz gespannt, was der April so in sich birgt. Vollendung eines Zyklus aus der Vergangenheit. Der April als Erfahrungsraum schenkt euch die Möglichkeit, einen alten Erfahrungszyklus nun zu vollenden. Setzt einen Punkt hinter einer Abfolge eines altbekannten Erfahrungsraumes. Schaut, ihr habt im März die Pole in euch eingesammelt, euch als ein Ganzes erfahren. Jetzt gilt es mit der Kraft des Aprilraumes, euch von einer alten Erfahrung zu verabschieden. Dies ist nicht immer einfach, denn ihr habt euch lange mit dieser identifiziert, euer Sein in diesem Raum erfahren. Nun ist es an der Zeit, diese Haut abzustreifen. Das Bild der Schlange, die ihre Haut ablöst und abstreift, um darunter frisch und rein zu erscheinen, ist ein Kraftbild für den Monat April. So fokussiert euch in euer System und erblickt, welche Haut, die lange zu euch gehört hat, möchte nun verabschiedet werden. Welche Anteile in euch sind alt und dürfen jetzt wie eine alte Haut abgestriffen werden? Der Moment des Abschiedes kann Wehmut in euch hervorrufen, denn ihr habt über all die Jahre, vielleicht sogar über all die Inkarnationen, diese Haut, auch wenn sie euch eingeengt hat, liebgewonnen. So verneigt euch in Dankbarkeit vor diesem Erfahrungsanteil in euch. Schaut, alle Erfahrungen sind Informationen in eurer Seele, also dadurch auch angelegte Definitionen eures Seins. Diese Definition habt ihr nun in Vollkommenheit in den Ausdruck gebracht. Es ist vollbracht, so dürft ihr diesen Ausdruck als vollendet betrachten und ihn gehen lassen, sodass sich diese Energien wieder mit der Quelle des All-Eins-Seins verbinden können. Seid es euch wert und streift diese Haut liebevoll von euch ab. Erwacht in eurer Klarheit und Reinheit. Ja, das ist eine wirklich schöne Botschaft und auch, wie ich finde, sehr, sehr passend, zum April, zum Frühling selbst, in das Erwachen hinein und sich selbst wieder neu erfahren. Eine alte Haut um sich herum, die uns auch eingeengt hat, zu verabschieden und hier ja in einem neuen Licht zu erscheinen. Ich persönlich möchte noch einen kleinen, ja, eine kleine Inspiration dazu schenken. Manchmal ist es auch so, dass es noch einer Vergebung bedarf, wenn wir einen alten Erfahrungsraum schließen, hier einen Punkt setzen, uns daraus verabschieden, dass es vielleicht ja noch eine Vergebung uns selbst gegenüber bedarf oder einer anderen Person. Und Vergebung an sich ist ein Heraustreten aus einem Raum, ein nicht mehr sich dort verankern, nicht mehr dort festhalten an der Erfahrung, weil man erhofft, dass vom Gegenüber dieser Mangel ja behoben wird. Ja, dass dieses, was man fühlt als Unrecht, dass das aufgehoben wird und man wartet, bis der andere einem entgegenkommt und einen dort erlöst. Vergebung ist, dieses sein zu lassen, sich zu verabschieden, zu akzeptieren, dass dieser Mangel in der Vergangenheit geschehen ist, dass der im Jetzt auch nicht wieder aufgehoben werden kann, denn es ist ja in Vergangenheit geschehen. Dieser Mangel ist eine Erfahrung aus der Vergangenheit und von daher dürfen wir uns hier entlassen und in der Vergebung selbst uns verabschieden, uns verneigen vor dieser Erfahrung und anfangen, wieder unseren eigenen Weg zu gehen.
um dort zu erfahren, dass die Fülle schon dort auf uns wartet, dass wir uns verabschieden von einem Mangel, aber öffnen hinein in eine Fülle. Und das wünsche ich jedem hier, dass ihr diese Erfahrung macht, dass ihr den Mut aufbringt, alte Erfahrungsräume nun zu verabschieden, eure alte Haut abstreift und euch selbst erlaubt, in der Klarheit und Reinheit eures Seins hier in dieser Welt zu erscheinen. Ich wünsche euch einen wundervollen April und freue mich dann auf die Mai-Botschaft. Macht's gut.